Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unseres FC 08 Homburg. Trainer schlecht, Trainer gut, Vorstand schlecht, Vorstand gut. Viel geredet diese Woche im Fanforum und in der Presse. Die Antwort liegt auf dem Platz. Hätte ich einen Hut, ich müsste ihn heute ziehen, André Kilian. Dankeschön für das Kompliment, auch für die Truppe. Also muss man einfach sagen, heute, uns war klar, wir haben eine Linie fußballerisch, aber heute mussten wir auch mal zeigen, dass genau die anderen Sachen heute entscheidend sind. Und das haben wir gemacht. Wir haben heute 90 Minuten alles in die Waagschale gelegt, was wir haben. Haben gekämpft bis zum Ende, haben taktisch super gespielt, muss man sagen. Wir haben Räume eng gemacht, dass auch mal der Gegner in 90 Minuten, der so stark ist am Ball, auch ein paar Chancen hat, ist klar. Aber generell muss ich sagen, Hut ab, auch von meiner Seite zur Truppe. Da haben wir trotz des Drucks haben wir es richtig gut gemacht heute. Du hast letzte Woche im Interview ein paar motivierende Worte gefunden, gerade was Aggressivität, Leidenschaft angeht. War es genau das, was du dir da vorgestellt hast? Ja, also ich bin froh, dass auch wir den Taten folgen konnten. Also wenn ich davon gesprochen habe letzte Woche, dann ist es auch genau das, was ich erwartet habe von der Truppe. Und wir haben in der Woche gab es auch harte Worte. Wir haben uns klar ausgesprochen und uns war klar, was uns heute erwartet beim Tabellenzweiten. Das Hinspiel ja noch im Hinterkopf mit einem 5-0. Da hatten wir einfach was gut zu machen. Wir wussten, wie wir sie packen können, indem wir mal ein bisschen tiefer stehen. Und dann trotz allem wollten wir natürlich noch mehr Fußball spielen. Das haben wir heute nicht gemacht, aber wir sind heute mehr als zufrieden mit den 3 Punkten. Ganz klar. Du hast es angesprochen, wir haben hier nicht gegen einen Mittelfeldkandidaten gespielt, sondern gegen den Tabellenzweiten. Werte das den Sieg noch mehr aus? Was heißt aufwerten? Ich möchte jetzt von aufwerten gar nicht sprechen, weil es sind 3 Punkte. Im Endeffekt in 3 Wochen kräht keiner mehr danach, ob wir sie gegen Hoffenheim geholt haben, gegen Pfullendorf oder Eschborn. Es sind genauso 3 Punkte wie gegen jeden anderen Gegner. Aber das natürlich jetzt für die Mannschaft gezeigt hat, dass wir auch einen von oben jetzt mal wieder gepackt haben. Das ist für die nächsten Wochen, denke ich, oder für das nächste Spiel gegen Ulm ganz, ganz wichtig für die Psyche jetzt. Das Wetter wird jetzt schlechter. Das könnte eventuell eine Spielersage drohen. Willst du spielen? Ich will spielen, klar. Ich will immer spielen. Naja, aber wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen. Es soll ja schneien in Ulm jetzt, dann weiß man nie, was passiert. Und wenn nicht, dann machen wir es halt im nächsten Jahr. Wann Ulm kommt, ist uns auch egal. Ne? Wir würden es noch mitnehmen dieses Jahr, aber wir nehmen es auch im nächsten Jahr an und mit. Gut, André, ihr habt noch eine kurze Besprechung. Ich bedanke mich für dein Statement. Wir sehen uns dann in Ulm. Ja, Mann. Danke auch. Ja, bei mir nun unser Trainer Christian Tietz. Die schönsten Interviews führt man, denke ich, immer nach Siegen. Heute haben wir den Tabellenzweiten, die TSG Hoffenheim, mit 2-0 geschlagen. Christian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war keine einfache Partie für uns heute nach der sehr turbulenten Woche. Gerade hat sich heute bewiesen, dass, was ich immer schon auch der Meinung war, dass wir eine Mannschaft sind. Das haben die Jungs eindrucksvoll dokumentiert. Zu Beginn des Spiels fand ich, war das Spiel offen von beiden Seiten. Da hatten wir auch Ballbesitz auf beiden Seiten. Wir haben dann ein schnelles 1-0 gemacht. Unsere Marschroute war, heute gehen wir 1-0 in Führung, werden wir uns tief zurückziehen, spielen auf Konter, weil wir wussten, dass Hoffenheim sehr stark im Tiefenpassspiel ist, und machen dann auch noch frühzeitig das 2-0. Und dann war klar, wenn wir hinten stabil stehen, werden wir auf dem Spiel heraus wenig zulassen. Es war heute kein schönes Spiel, weil es letztendlich von uns sehr defensiv geführt war. Aber für uns war heute wichtig, dass wir die 3 Punkte holen. Vor allem die Defensivarbeit hat heute von außen sehr gut ausgesehen. Gerade Standards haben wir eigentlich relativ sicher verteidigt. Hast du das unter der Woche nochmal separat trainiert? Also das trainieren wir jede Woche wirklich. Woche für Woche, teilweise 2-mal in der Woche sehr intensiv. Das ist eigentlich heute eine sehr schöne Erkenntnis. Heute war zwar unser Kurzpassspiel, unser Ballbesitzspiel nicht so gut, aber dafür waren wir bei hohen Bällen unglaublich gut gestanden. Wichtig war auch, dass unser Torhüter heute zu Null gespielt hat, ein sicherer Rückhalt war und dass die Abwehrkette auch mal gesehen hat, es geht zu Null und wir können auch bei hohen Bällen standhalten. Und wie man ja sieht, verteidigen wir die hohen Bälle gut. Aus dem Spiel heraus lassen wir wirklich ganz wenig nur zu. Was heute auffallend war, wenn man die Spiele der vergangenen Woche so ein bisschen vergleicht, vor allem Groß-Asbach, wir haben heute absolut gefightet, den absoluten Willen gehabt, haben uns in fast jeden Schuss reingeschmissen und jeder ist eigentlich so ein bisschen für jeden gelaufen. War diese, diese turbulente Woche, auch mit den Diskussionen um deine Person, war das vielleicht gut für die Mannschaft, dass man da nochmal enger zusammenrückt? Also nee, grundsätzlich ist sowas nicht gut, weil das bringt ja Unruhe rein. Und wir haben einen sehr hohen Arbeitsaufwand durch, aber sehr viele Einzelgespräche führen müssen und die Dinge letztendlich wieder ein Stück weg reparieren, wenn dann der ein oder andere sich viele zu anderen Dingen auch Gedanken macht. Man muss auch sagen, Groß-Asbach war es anders, aber davor waren die Spiele auch so, dass die Jungs alles gegeben haben. Wenn man halt aber mehr Ballbesitz hat, nach vorne spielt, dann muss man nicht so wie heute so auf den Ball hinterherrennen.
Aber heute war es eine taktisch saubere Leistung. Neben der Situation, dass die Mannschaft gezeigt, dass sie nach wie vor ein Team ist, war es gut, wie zum Beispiel Ugo Dündar, André Kilian immer die Halbräume zugestellt haben. Heute haben wir den Gegner nicht so angelaufen, wie die äußeren Mittelfeldspieler sich in die Viererkette nach hinten reinfahren lassen, dass sie da nicht ins Dribbling gehen konnten, dass sie nicht in den Rücken von uns passen konnten. Also es war eine sehr taktisch, sehr disziplinierte, sehr gute Leistung. Aber wie schon vorhin auch erwähnt, ich bin ein Trainer, der gerne Offensivfußball sehen möchte. Und das wird bei uns nicht oft der Fall sein. Ist dir diese Entscheidung für heute schwer gefallen, defensiver zu stehen? Oder hast du gesagt, das ist das Mittel, mit dem wir Hoffenheim knacken können, also müssen wir das machen? Nein, aber noch einmal, hätten wir nichts 1-0 gemacht, das hat ja auch jeder gesehen, zu Beginn des Spiels waren wir ja drin gewesen, da hatten wir auch Ballbesitz und Ballpassagen. Es war einfach unser taktisches Mittel, dass wir gesagt haben, wir spielen Art in der Mittelfeldpressingzone zu Beginn, gehen wir in Führung, ziehen wir uns tief zurück, weil wir wussten, dass die Mannschaft auch auf Position von Hoffenheim verändert war und dass sie dann ihrerseits anfällig ist für schnelle Tempogegenstöße. Du hast vorhin unseren Torhüter schon angesprochen. Gerade in den letzten Spielen waren immer hohe Bälle ein Thema, das zu Diskussionen geführt hat. Heute unglaublich sicher. Wie hat der Stefan gefallen? Also mir hat Stefan heute sehr gut gefallen. Hat ihm in der Strafraumbeherrschung sehr gut agiert. Auf der Linie ist Stefan eh ein sehr guter. Ich glaube, was bei uns ein Problem war, Stefan hat in die Saison, ist er reingegangen und hat sehr gut gehalten. Und jetzt eine Phase, das junge Torhüter, wo er mal im Tief war. Da hätte uns sogar ein erfahrener Torhüter gut getan. Da hättest du mal sagen können, komm Stefan, wir lassen dich mal 2-3 Spiele raus. Du kannst im Training wieder in deine gewohnte Leistungskurve zurückfinden. In der Phase hat aber Stefan gespielt. Und hat dann auch das ein andere Mal nicht so gut ausgesehen. Und das verunsichert ganz schnell junge Torhüter. Aber für uns war es auch eine Frage der Zeit, dass er auch wieder zurückkommt. Das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Ich denke, wir kommen nicht darum, die Diskussion da unter der Woche aufzugreifen. Wie hast du dieses Hin und Her, dieses Hickhack auch mit der Presse erlebt? Ja gut, das ist ja immer so eine Situation. Da werden ja auch immer Bruchteile von einem Interview von einem rausgenommen. Du sagst 3 Sätze. Und da werden kleine Stück davon verwendet. Letztendlich ist es normales Geschäft, normal im Geschäft, wenn du verlierst, wir haben jetzt öfters verloren gehabt, interessiert nicht mehr, wie du Fußball spielst, dann werden Kleinigkeiten gesucht. An diesen Kleinigkeiten ziehen sich Menschen auch. Dinge, die vorher total unwichtig sind, bekommen momentan eine Wichtigkeit bei einer Niederlagenserie, wo du denkst, ui, was ist jetzt los? Ich persönlich habe versucht, die ganzen Dinge sehr ruhig zu kommentieren, der Mannschaft zu zeigen, das ist ein normaler Mechanismus im Fußball, wenn wir gewinnen, werden diese Dinge auch wieder anders eingestuft und eingeordnet. Wie gesagt, für mich selbst war es zu verkraften. Ich glaube, die Mannschaft hat sehr stark beschäftigt. Und wenn du in so einer Phase in einem oder anderen auch mal eine Frage stellst, dann werden auch nicht nur glückliche Antworten entstehen unter Stress und Druck. Das ist ja ein Stress, auch im Spiel ist auch für einen Spieler ein Stress vor der Kamera. Aber für uns sind die Dinge erledigt. Wir haben es unter der Woche schon aufgearbeitet. Und wir haben ja heute auch das Ergebnis dafür gezeigt. Wir haben jetzt noch eine Woche Training und am Wochenende, Samstag, geht es nach Ulm. Was erwartest du dort? Also Ulm, glaube ich, in der Tat wird auch nochmal ein anderes Spiel. Ulm wird auch nochmal ein Spiel, was so eine Art Fight-Spiel wird. Die Plätze sind jetzt momentan eh nicht mehr so. Auch unser Platz war heute, wie man gesehen hat, der wird jetzt unebener. Dann kannst du nicht mehr so Ballstaffetten drin haben. Ulm ist eine Mannschaft, die jetzt auch die letzten Spiele nicht mehr so erfolgreich war. Also da erwarte ich eine sehr lauf- und kampfbetonte Partie. Bei der beide Mannschaften wissen, wer gewinnt, setzt sich letztendlich wieder oben ins etwas sichere Mittelfeld ab. Von daher freuen wir uns auf das Spiel, aber wissen um die Schwere der Aufgabe. Gut, Christian, ich bedanke mich. Wir sehen uns dann am Samstag in Ulm und hoffentlich wieder mit 3 Punkten. Danke, Christian. Ja, bei mir nun unser Torhüter Stefan Steigerwald. Stefan, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, 3 Punkte, 2-0 gewonnen. Also brauchen wir nicht viel sagen. 3 Punkte. Wie hast du deine eigene Leistung beurteilt? Ja, die war heute, denke ich, ganz okay. 0 gespielt, das spiegelt alles wieder, sprich, ja, ich denke schon gut. Weißt du, ob du das so mitbekommen hast? Wir haben in dieser Runde nur ein weiteres Mal 2-0 oder 0 gespielt gegen SC Freiburg. Jetzt nochmal, das Ganze auch noch gegen den Tabellenzweiten Hoffenheim. Waren vor allem hohe Bälle in den letzten Wochen immer so ein Diskussionsthema. Warst du da heute unglaublich sicher? Hast auch mit 1-2 Paraden, denke ich, uns auch vom Gegentor bewahrt. Bist du da nicht dann doch stolz auf die eigene Leistung und auch die Leistung der Abwehr? Ja, ich denke mal so, auch in der letzten Woche die Standardgegentore, ich sage mal, das ist nicht ganz alleine meine Schuld. Also ich bin immer der letzte Depp da hinten und da kann man nicht alles auf den Torwart schieben. Ja, und deswegen fand ich, haben wir heute eine gute Antwort gezeigt und ja,
Standards nicht zugelassen, auch von meiner Person, alles versucht abzuholen, abzufischen, runterzufischen. Und von daher, ja, Kompliment an die ganze Mannschaft. Ja, das ist natürlich, das Defensivarbeiten ist ein Verbund der ganzen Mannschaft. Und von daher können wir da heute schon stolz sein, wie wir gut verteidigt haben heute. Ne? Natürlich war die Woche geprägt von den Diskussionen um unseren Trainer Christian Tietz und um den Vorstand und auch was in der Presse alles geschrieben hat. Wie hat dich das beeinflusst vor dem Spiel? Gar nicht. Also, wie gesagt, ich sage, da ist auch viel drüber geredet worden und da brauchen wir auch gar nicht mehr tiefer reinzugehen. Ich krieg's auch alles nur mit, viele Gerüchte schweben hier rum und ja. Ach, das haben wir drüber geredet innerhalb der Mannschaft und das haben wir gegessen. Jetzt geht es nächste Woche noch gegen Ulm, wenn das Wetter mitspielt. Was erwartest du dort? Ja, auch ein kampfbetontes Spiel. Ulm auch Aufsteiger, hat man ja gesehen hier im Hinspiel. Haben wir ja die 3 Punkte eingefahren mit Leidenschaft, Wille und Kampfgeist. Und ich denke, wenn wir so agieren wie heute, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Gut, Stefan, ich bedanke mich. Gratulation zu dem Sieg. Wir sehen uns in Ulm. Ciao. Ja, bei mir steht nun Dennis Gerlinger. Dennis, wir haben letzte Woche ein Interview geführt, da warst du deutlich geknickt nach der bösen Schlappe in Sonnenhof Groß-Asbach. Heute ein 2-0-Sieg gegen den Tabellenzweiten. Wie hast du das Spiel gesehen? Also die erste Halbzeit haben wir noch, fand ich, besser gespielt und auch für die Zuschauer, für das Auge besser. Zweite Halbzeit haben die schön Druck gemacht. Ja, ist zwar kein schönes Spiel für die Zuschauer, wir haben 3 Punkte und das ist die Hauptsache heute. Wenn man eigentlich einen Spieler gegen Sonnenhof Groß-Asbach etwas Positives bescheinigen will, war das eigentlich deine Person, weil du da extrem viel gelaufen bist. Jetzt war das keine Eintagsfliege, du hast heute auch wieder vorne, hinten, überall war Dennis Gerlinger zu finden. So aggressiv heute? Nee, also ich denke, das hängt einfach mit der Fitness zusammen. Da ich ja lange weg war, über 3 Monate nichts machen können, werde ich halt jetzt immer fitter und versuche natürlich alles für die Mannschaft zu geben, was ich nur kann. Und im Moment ist es halt Laufen und Kämpfen. Das waren, glaube ich, auch heute die Tugenden, die wir heute gebraucht haben. Hast du das so erwartet? Ja, also das Ereignis unter der Woche oder letzte Woche, das hat uns wieder zusammengefügt. Stärker als vorher. Wir waren wieder eine Einheit, ein Team, eine Mannschaft. Das hat man heute auch gesehen. Jetzt nächste Woche gegen Ulm. Was erwartest du da? Ja, also ich denke, das wird ein Kampfspiel. Wir sind auf gleicher Höhe sozusagen. Die wollen natürlich alles versuchen und wir natürlich auch. Gut, Dennis, ich bedanke mich. Wir sehen uns dann hoffentlich in Ulm. Ja. Ciao.